Hallo meine Lieben, ich grüße euch. Versteht mich bitte nicht falsch, aber heute reden wir mal über drei Dinge bei Diablo, die mich persönlich sehr stören. Sehr schön fände ich es, wenn ihr eure Meinung unter dem Video auch zugute gebt. Wollen wir da einfach mal gucken, ob wir der gleichen Meinung sind oder ob wir da unterschiedliche Meinungen sind. Vielleicht haben andere ja noch viel größere Probleme oder viel größere Ärgernisse wie ich. Lasst uns da einfach mal schauen. Leute, beteiligt euch gerne. Bevor wir aber zu Punkt 1 kommen, möchte ich nochmal betonen, dass ich das Spiel Diablo 4 wirklich sehr gut finde. Ich finde, Blizzard hat hier eine sehr solide Basis geschaffen, auf die sie jetzt natürlich gut aufbauen können, aber auch aufbauen müssen. Sie sollten jetzt natürlich in manchen Angelegenheiten tatsächlich auf die Community hören und versuchen, manche Missstände möglichst schnell umzusetzen. Ob das Ganze passieren wird oder nicht, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen sehen. Das werden wir zum Start der ersten Season und zweiten Season miterleben, aber ich bin da eigentlich recht guter Dinge. So, jetzt fangen wir aber auch direkt mal an mit einem Riesenpunkt, der mich stört. Und zwar ist das die Kommunikationsmöglichkeiten in diesem Spiel. Wir reden hier über ein Action-RPG, was sich selbst so ein bisschen in den MMO-Bereich schieben möchte. Das heißt für mich Folgendes. Ich möchte gerne mit den Leuten kommunizieren können. Und das am besten natürlich auch uneingeschränkt. Das heißt für mich natürlich, wenn jemand bei mir im Stream schreibt, ich möchte gerne in deine Gruppe, wir wollen gemeinsam was machen, dann möchte ich diese Person gerne einladen können. Das ist derzeitig aber nicht möglich. Es sei denn, er ist bei uns in der Gilde oder ich habe ihn im Battle.net oder er ist durch Zufall auf meiner Welt mit drauf, dass er neben mir stehen kann, dann könnte ich ihn rein theoretisch auch mit der Maus rüberfahren, die Taste E drücken und dann auf Whispern gehen. Das würde tatsächlich auch gehen. Alles andere geht im Moment nicht. Und da frage ich mich natürlich, das haben sie in anderen Spielen geschafft, warum schaffen sie es hier nicht? Warum gibt es nicht einfach einen Befehl wie slash W, Accountname oder Name Ingame und die Message schreiben? Und dann kann ich mit dem Rechtsklick auf seinen Namen gehen und ihn in die Gruppe einladen. Das ist im Moment nicht möglich. Es wäre, glaube ich, gar keine so große Sache. Warum wird das noch nicht umgesetzt? Zu dieser Problematik könnte ich mir einfach vorstellen, dass das Problem im Moment ist, dass nicht alle auf dem gleichen Server spielen. Wenn alle auf dem gleichen Server spielen könnten, dann wäre es egal. Dann könntet ihr ja eintippen, slash W, habt gern Spaß und eure Message und fertig aus rausfeuern. Wenn ich natürlich nicht auf dem gleichen Server bin wie ihr, dann kommt diese Nachricht nicht an. Also müssten wir irgendwie den Umweg gehen oder Blizzard müsste den Umweg gehen, dass sie einen globalen Chat haben, wo alle Leute drin sind. Dann wäre das Ganze gar kein Thema und das würde ganz viele Sachen, glaube ich, tatsächlich vereinfachen. Dieses Miteinander spielen ist für mich aus Streamer-Sicht wirklich ein großes Ärgernis momentan. Eine zweite große Sache, die mich persönlich stört und ich glaube, da werden sehr, sehr viele mit einstimmen, ist die Tatsache, dass es in diesem Spiel halt einfach gar keine Suchfunktion gibt. Warum gibt es keine Suchfunktion? Ich möchte als Beispiel aus meinen ganzen Taschen, die mittlerweile alle schon voll sind oder fast voll sind, jetzt im Moment nur fast voll sind, weil ich jetzt mittlerweile schon Moodle-Chars erstellt habe. Aber warum gibt es hier nicht eine Suchfunktion, wo ich einfach ein Keyword eingeben kann und dann werden die Items gehighlightet? Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt, wenn ich einen bestimmten Aspekt suche, alle Aspekte einzeln durchgehen muss, alle Uniques anklicken muss, mir durchlesen muss oder ist das? Es müsste doch viel einfacher gehen, Leute. Eine Suchfunktion. In vielen Sachen sinnvoll. Ob das jetzt hier bei den Items ist, ob es bei den Skillungen ist, beim Paragon ist oder sonst wo. Einfach eine Suchfunktion einfügen, sollte nicht schwer sein und würde uns das Leben in manchen Sachen wirklich vereinfachen. Was haltet ihr davon? Schreibt mal eure Meinung unten drunter. Und der nächste Punkt auf meiner Liste, und da werdet ihr wahrscheinlich alle zustimmen, ist die Tatsache, dass wir einfach viel zu wenig Platz haben. Warum haben wir nur 4 Taschen? Was soll das? Es kann nicht sein. Das ist viel zu wenig Platz. Wir haben aktuell in diesem Spiel 5 Klassen, aber wir haben nur 4 Taschen. Na gut, wir haben 5 Taschen, wenn wir die einzelnen Taschen unseres Charakters immer mitzählen. Aber das kann doch nicht sein. Ich kann rein theoretisch nicht mal sagen, hey, komm her, jeder Charakter, jede Klasse bekommt eine einzelne Tasche. Dann kommt da noch zu, dass die Edelsteine, die wir sammeln, auch in dieser Tasche mitlanden. Warum landen die nicht hier mit drin, unter Materialien und Werte? Das kann doch nicht sein. Hier unser ganzer Staub, alles landet hier drin. Warum landen da nicht auch die Edelsteine drin? Ich habe jetzt schon gehört, beziehungsweise wir wissen, dass es ab Season 2 gar nicht mehr zu Drops der Edelsteine kommen wird. Die Edelsteine werden als Drops rausgenommen. Stattdessen werden wir ab Season 2 die Edelsteine herstellen müssen. Das sorgt zumindest schon mal dafür, dass wir hier ein bisschen mehr Platz haben, weil wir dann wirklich nur noch bedarfsgerecht unsere Steine herstellen und nicht hier alles vollmüllen. Trotzdem, Leute, es ist einfach zu wenig. Wir reden aktuell über 5 verschiedene Klassen, die man spielen kann und wir haben nur 4 Taschen. Es geht einfach nicht. Ich kann momentan nicht mal mit jedem Charakter eine eigene Tasche haben.
was zu großen Problemen führt. Ich möchte gerne, wir reden hier über die Four Season. Wir befinden uns noch gar nicht in der Season. Ich bin ein Mensch, ich probiere im Moment sehr viel rum mit den Klassen. Was kann man spielen? Wie fühlt sich was an? Gefällt mir das? Ist es stark genug? Habe ich da Probleme mit? Ist es zu langsam? Komme ich mit dem Management, mit dem Ressourcenmanagement hinten und. Das heißt, ich wechsle mein Equip wie andere Leute ihre Socken. Das heißt für mich aber auch gleichzeitig, dass ich sehr viele andere Aspekte für die Klassen auf die Bank bei mir im Moment schmeiße und die dann situationsabhängig natürlich einsetzen möchte auf meinem Equip. Jetzt geht das Ganze aber relativ schlecht, weil ich mehrere Klassen momentan habe. Aktuell sind es 3 Klassen auf Softcore und eine auf Hardcore und da komme ich wirklich gewaltig in Platzbedrohung. Ich kann zum Beispiel für den Barbaren nicht für jede Skillung die Aspekte sammeln und gleichzeitig noch für den Druiden sowie mit dem Schurken. Da habe ich halt einfach keinen Platz für. Ich muss mich da im Moment immer entscheiden und manche Sachen einfach wegschmeißen, obwohl ich es gerne ausprobieren würde. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum gibt es momentan nur 4 Taschen? Jetzt gibt es natürlich 2 Möglichkeiten, was man machen kann. Die beste Möglichkeit wäre natürlich, wenn Blizzard jetzt einfach mal ihre Taste drücken würde und wir hätten über Nacht, keine Ahnung, pro Charakter 4 Taschen. So, das wäre schon mal in Ordnung. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Taschen, egal in welcher Form. Die andere Möglichkeit, wovor ich ein bisschen Angst habe, ist eventuell der Weg, den Blizzard gehen könnte, und zwar, dass sie uns über die Seasonreise, die in jeder Season umsonst sein wird, dass sie uns darüber Taschen geben. So haben sie es bei Diablo 3 ja gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt oder ob das der ein oder andere so noch weiß, aber bei Diablo 3 gab es tatsächlich die Möglichkeit, über die Seasonreise sich seinen Taschenpool zu erweitern. Davor habe ich ein bisschen Angst. Wenn das passieren wird, dann werden wir auch in den nächsten Seasons immer noch zu wenig Taschen haben. Ich möchte gerne die Option haben, dass ich pro Charakter genügend Platz habe, dass ich sammeln kann. Wir reden über ein Looter-Game. Hier in diesem Spiel wollen wir Sachen aufheben. Wir wollen sie bei uns auf die Bank packen. Wir wollen rumexperimentieren können. Das setzt Platz voraus. Den haben wir nicht und das ist ein ganz, ganz großes Problem momentan. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Vorschlag, dass Blizzard uns jedem 20 Taschen schenkt und zusätzlich noch Taschen in Sale reinhaut, die 1 Euro pro Tasche kosten. Dieser 1 Euro ist jetzt nicht sonderlich viel, kann man schon mal drauf sparen, wenn man denn wirklich mehr Platz braucht, wie diese 20 Taschen, die sie uns schenken würden. Und damit hätte jeder die Möglichkeit, tatsächlich so viele Taschen zu holen, wie ihr denn wirklich braucht. Und dieser 1 Euro, auch wenn es nicht viel ist, wäre es trotzdem noch 1 Euro mehr als Blizzard einnehmen würde, wenn sie keine Taschen bringen würde. Also von daher wäre es für alle eine runde Sache, glaube ich. Meine Meinung. Ich weiß, dass dieses Thema tatsächlich sehr kontrovers ist. Deswegen auch dazu bitte eure Meinung hier unten drunter. Würde mich interessieren, wie ihr das Ganze seht. Ja, und das war's auch schon. Das sind 3 Sachen, die wollte ich einfach mal loswerden. Es gibt da noch mehr Sachen, ist ja völlig klar, aber ich will das Ganze auch nicht überspannen, da ich im Grunde genommen finde, dass dieses Spiel sehr gut ist. Es hat eine gesunde Basis, wir können drauf aufbauen und ich bin gespannt, in welche Richtung es geht. Mir macht es auf jeden Fall richtig viel Spaß. Wenn es euch auch richtig viel Spaß macht und ihr keine Lust habt, alleine zu spielen, dann besucht uns doch abends gerne mal auf Twitch. Da sind wir fast jeden Abend am Stream, sind eine kleine, nette Community, die sich natürlich freut, wenn mal wieder jemand mit reinschaut. Wenn ihr noch irgendwelche Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, ist natürlich dort auch eine ideale Plattform, um das da loszuwerden. Wir können uns da auch über alles andere unterhalten, was euch interessiert, falls ihr Fragen habt, sonstiges oder falls ihr irgendwelche Inspirationen habt. Gerne dort, aber auch hier unterm Video. Ansonsten, Leute, ich wünsche euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Habt eine schöne Zeit in Diablo, genießt das Spiel, entdeckt das Spiel, probiert euch aus mit den Klassen, verliert nicht den Spaß an dem Ganzen und guten Loot wünsche ich euch und bis dahin, Leute, ciao.